So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission und ich gucke gerade mal, wo sie sich überhaupt befindet. Wir sind hier in Kingston gerade unterwegs. Warte mal, wo sind sie? Wo ist sie? Die da oben. Oh Gott. Okay. Tulum. Da machen wir mal eine Schnellreise nach Tulum. Ja, wie gesagt, viel ist es jetzt nicht mehr. Wir sind in Mexiko. Warte mal, kurze Tour mit dem hier. Wo gesagt, das sind keine Feinde, das sind Freunde. Weil die nächste Mission ist hier. Die heißt, alles ist erlaubt. Ach, dann ist das tatsächlich sogar schon eine Doppelmission gewesen, die wir jetzt in der letzten Folge gemacht haben. Eigentlich hätte ich gedacht, das wäre eine, nein, es sind zwei gewesen. Ergo haben wir jetzt nicht mehr allzu viel zum Fahren machen, ne? Gut, Sequenz 11, alles ist erlaubt. Auf geht's. Herr Gott, Hardy, was ist denn hier geschehen? Du bist geschehen, Edward. Der Schaden von vor 6 Jahren ist noch nicht verheilt. Es ist nicht leicht, mich zum Freund zu haben, oder? Bist du deshalb hier? Neben jemandem zu kämpfen, der so von Reichtum und Ruhm besessen ist, ist ein hartes Los, Edward. Und ich habe erkannt, dass die Assassinen und ihr Credo ein ehrenvollerer Kurs sind. War ich zu hart zu dir? Nein. Jahrelang streifte ich umher, nahm mir alles, was mir gefiel und scherte mich nicht um die, die ich verletzte. Nun stehe ich hier, mit Reichtum und einem Ruf, doch keinen Deut klüger als einst. Und wenn ich zurückblicke auf den Kurs, den ich einschlug, so ist mir kein Mann und keine Frau gewesen, die ich liebe. Es ist noch Zeit, das zu ändern, Captain Kenway. Mary. Bevor sie starb, bat sie mich, alles in Ordnung zu bringen. Zu richten, was ich zerbrach. Könnt ihr mir helfen? Mary hat euch sehr gern gehabt, Edward. Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab. Ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Ei, das sagte sie. Und was haltet ihr von unserem Krieg? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist, nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf. Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten. Doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. So. Wurfpfeile. Wurfpfeile verfügen über tödliche Klingen mit Widerhaken. Drücken Sie, wenn Sie... Okay. Drücken Sie einmal, um die Gegner zu hängen. Bewegen Sie einmal, die Gegner zu hängen. Okay. Ein weiterer Angriff. Komm. Gut. Zum Strand. Naja. So, wir sind auf jeden Fall mit der Mission. Alles ist erlaubt. Wir haben wieder Feinde unterwegs. Ach, gib mir den Sack.
Warte mal gerade kurz. Habe ich keine Schwerter? Doch, habe ich. So. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich keine Schwerter? Hilfe! What the fuck, Alter? Da habe ich kurz gezögert und dann habe ich mich einmal kurz niedergeschlagen. Wieso kriegst du nicht weggekriegt? Okay. What the fuck, ey. Jetzt habe ich hier keinen Checkpoint. Kein Ding. Nein, du sollst nicht da runtergehen. Boah, schubst mich doch nicht da runter. Mein Gott, den habe ich dir nicht auch schon. Warte mal. Oh, leg mich doch am Arsch. Aha, Mann! Oh Mann, weil ich keine Schwerter habe von Beginn an. Nee, das darfst du nicht. Ja, warte mal. Rauchbomben und Schwerter. Um das Thema einfach mal ein bisschen abzuarbeiten. Walling, Walling, Kelch.
Ja. Aber das zumindest mal weg. Weiter. So viele Tote, so viele Verwundete. Was hier? Was hier? Okay, sehr geil. Zwei neue Rauchbomben an Bord. Weiter. Angriff der Spanier. Aufhalten. Schnell und sauber, Edward. Die verdienen einen gnädigen Tod. Kapitano eliminieren. Na, dann holen wir uns den Kapitän mal. Die Soldaten am Strand eliminieren. Ja gut, das werden wir jetzt gleich machen. Das sind 20, aber soll jetzt mal. Warte mal, was? Warum? Wow. So. Geschafft. So, jetzt haben wir die zumindest auch schon mal weg, die Nummer. Das war jetzt ein bisschen, war jetzt mal eine etwas schnellere Variante. Während die Feinde am Strand fallen. Aber was machst du durch, nicht? Wie gesagt, mein Ziel ist es heute irgendwie noch das Spiel durchzuballern. Und dann haben wir es geschafft. Mit Assassin's Creed Black Flag. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen als nächstes. Ich werde wahrscheinlich was anderes machen und dann werden wir dann auf den nächsten Teil gehen. Aber jetzt erstmal wieder zurück zum Strand, weil da warten noch Feinde. Nummer 17. Euer Capitano ist schon tot. Mission beendet! Alles ist erlaubt! Gut, wofür, weil haben wir keinen, brauchen wir nicht. Ich mache jetzt die optionalen Ziele jetzt. Jetzt irgendwas funktioniert auch so. Puh, geschafft! Nächste Mission ist weg. Auch diesmal habt ihr unseren Dank. Dann seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich jetzt. Neue Freunde. Wie geht's Ihrem Kind?
Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid. Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht würde ich mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein. So wie ich mich aufrege. Fluchen, trinken, kämpfen. Du hast ein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, wie es mit der ganzen Royal Navy aufnahm. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Ach, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Thatch und der Rest? Scheint so, ja. Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Innern? Tu ich. Teufel auch, bist du euch. So. That's it. Zumindest diese Mission. Eine weitere. Jetzt haben wir nur noch 4 Missionen, glaube ich, oder? Wenn es richtig ist. Ja. Und ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Wir trotzdem beenden hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's straight Richtung Ende.